Servus Freunde und hallo hier wieder zu einer neuen Folge von FIFA Ultimate Team hier auf Eurogames. Und heute zeige ich euch mein zweites Team, das ich nach dem Team of the Season gebaut habe. Hier im Hintergrund ist noch das Bundesliga-Team mit Aubameyang, mit De Bruyne Tots vor allem. Und ja, also richtig schönes Team. Wie gesagt, ihr könnt aber das Team auch noch stark verbessern. Das ich auch, glaube ich, machen werde, wenn meine Prüfungen vorbei sind und dann ja ein bisschen mehr Zeit habe zum FIFA-Zocken, dann werde ich auch auf jeden Fall dieses Team verbessern, damit man da auch in der Liga besser durchstarten kann. Also da wird auf jeden Fall hier Aubameyang Tots. Vielleicht ist auch dann schon Reus Futti draußen, wenn der zum Futti gewählt wird und natürlich Boateng Tots etc. pp. Ja. Also da kann man auf jeden Fall noch viele Coins reinstecken. Und jetzt zeige ich euch aber heute mein zweites Team, das ich hier habe. Und ja, das seht ihr in 3, 2, 1, hier! Ja, Freunde, da ist das Team. Fangen wir gleich mal an. Es ist ein 4-1-2-1-2 wieder in meiner Lieblingsposition. Und ich habe es um die beiden Spieler Walcott Inform und Lacazette gebaut. Natürlich wollte ich hier Lacazette Tots eigentlich. Da habe ich aber leider keine Münzen mehr dafür gehabt. Und ja, habe ich einfach den ganz normalen, der ist sowieso noch overpowered. Ist ja noch sein Upgrade, sein 82er. Und der geht auch schon richtig krass ab. Aber auf jeden Fall fangen wir mal beim Torhüter nochmal an. Mandanda Tots. Leute. Der Typ ist eine Granate, vor allem seine 94 Reflexe und weil ich ja hier noch einen Shield Chemistry Style drauf habe, 97, nee, das sind ja nur zwei hoch, sorry, 96 Reflexe und es ist wirklich so, der Typ hat Reflexe, das ist abnormal, abnormal und sonst 95 Hechten, 93, 85, 94, Alter, das ist so krass, 60 Tempo ist auch noch richtig gut, also kann man echt nichts sagen. Ja, dann in der Verteidigung Koscielny mit 82 Tempo, mit Chemisti jetzt 83, also perfekt. Der Typ habe ich ja auch schon in anderen Teams gehabt und der hat mir einfach richtig gut gefallen, darum ist er jetzt hier wieder drin. Und der andere Innenverteidiger ist Thiago Silva, die normale Karte. Natürlich, hat mir auch schon immer gut gefallen. Ich habe zuerst, jetzt hoffe ich spreche es richtig aus, Nkoulou von Marseille Tots drin gehabt. Aber der hat mir irgendwie mit seinem Arbeitsrat nicht gut gefallen und ja, Thiago Silva gefällt mir einfach besser. Dann hier Aurier Inform oder sogar Second Inform, bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, nee, der erste, ganz normale Inform. Und ja, den hatten wir auch ja in unserem alten Ligue 1 Team drin. Den habe ich auch drin gelassen. Dann hier linker Verteidiger Clichy, 87 Tempo, 85 Defensive. Haben wir auch im alten Premier League Team gehabt. Richtig guter Mann, kann man nicht sagen. Und dann linkes Mittelfeld, den wollte ich sowieso immer mal testen. Welbeck, Second Inform oder Triple Inform, ich bin mir echt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall der einzigste Inform, der auf dem linken Mittelfeld ist. Eigentlich schon linker Flügel, aber 88 Tempo mit Chemiestil, einfach 91 Tempo, 86 Schuss hier mit Chemiestil, 88 Schuss, also heftig geil, 83 Füße ist noch dazu und ich muss ehrlich sagen, im Spiel geht der richtig ab, der Typ, das ist heftig. Und ja, dann machen wir einfach jetzt bei Walcott weiter, den wollte ich einfach im Team haben, nämlich wir haben ihn ja gezogen, haben wir ihn mit Aubameyang Tots spielen lassen. Und wie ihr es ja da gesehen habt, der Typ ging einfach heftig ab. Einfach nur heftig ab. Und ja, also der Typ ist auf jeden Fall, muss man den kaufen, Leute. Ohne Scheiß, ich schwör's euch, der geht so heftig ab. Und da natürlich, dass er noch Stürmer ist, das macht's einfach noch geiler. Dann ZDM Matuidi, ein Allrounder, einfach klasse. Da will ich mir auf jeden Fall auch den Tots holen. Dann hier Payet Tots, der einfach nicht viel kostet, aber einfach krasse Werte hat mit 86 Tempo, 90 Schuss, 92 Passen, 91 Dribbling, 78 Füßes. Mit Chemisti hat er jetzt sogar 80 Füßes und das für ein ZOM ist einfach auch heftig gut.
Und ja, rechtes Mittelfeld habe ich einfach Lukas, nämlich Lukas ist jetzt nicht der teuerste und vom Rating her eigentlich schon einer der besseren Spieler, aber ja, 74 Schuss merkt man bei ihm auch nicht, da merkt man auch, er hat bestimmt so 83 Schuss oder so im Game. Ja, ein ganz gutes Team, würde mich auch freuen, wenn ihr, was ihr dazu sagt. Hab nur, wie gesagt, da ist ein bisschen Hybrid. Kommt Gott sei Dank hier gut zusammen, weil ja hier ein Perfect-Ding zwischen Walcott und Welbeck entsteht. Gott sei Dank, sonst wäre es glaube ich schwierig gewesen, dieses Team zu bauen. Und ja, wir werden jetzt wie beim letzten Mal ein Einzelspiel machen. Hoffentlich dann nicht so unglücklich im Elfmeterschießen verlieren. Damit ich euch zeigen kann, wie geil dieses Team ist. Und wie gesagt, das kann man auch gerne verbessern mit Lacazette-Tots, mit Matuidi-Tots, mit Thiago Silva Team of the Year im besten Fall natürlich. Und ja, dann sehen wir uns gleich im Gameplay. Und hier das Team, es ist heftig. Heftig. Ein ganzes Franzosenteam mit den besten Spielern und dann vorne ist Second in Form Griezmann und Lacazette in Form. Oh Gott, das wird heftig, Freunde. Komm, chippen wir durch. Komm, komm, komm. Yes! Nein! Nein, was labe ich denn? Oh, der war ja vorbei. Und Lacazette mit Platz. Mit Platz, schieß! Ja, schön abgewartet von Lacazette. Gott sei Dank. Uiuiuiui. Ich habe echt gedacht, es wäre zuerst abseits gewesen. Aber Gott sei Dank ist der Verteidiger ein bisschen nach vorne gegangen. Und da steht es 1-0 für uns. Oh, und der Gegner skillt sich hier mit Ribéry durch. Boah, nein, nein. Ah, wie unglücklich. Wie unglücklich. Jetzt macht sein Lacazette das Tor. Aber wer war, wo war der Mandanda? Da vier Leute drumrum. Er war noch dran und unglücklich. War auch nicht gut gemacht von mir, muss ich ehrlich sagen. Muss ich mich echt mehr konzentrieren hier. Oh nein, Benzema mit zu viel Platz. Boah, weg damit. Da! Warum kann ich den Ball nicht weghauen? Warum bin ich nur so blöd? Ah, ja, Klischee. Ah, wieder FIFA-Logik. Wieder FIFA-Logik. Natürlich springt der Ball immer so weg. Ach komm. Ja, und der Gegner wird es noch 10.000 Mal sehen. Das sieht sogar aus wie Hand. Ich glaub's nicht. Da läuft doch Walcott. Und komm, zeig mal dein Pace, Walcott. Und Finesse Shot vorbei. Jawohl. Yes. Yes. Endlich. Alter, Freunde, das ist so intensiv, das Spiel heute. Das war jetzt ohne Scheiß, außer das 1-0, was wir geschossen haben. Das war jetzt die zweite Chance. Er versucht immer mit Ribéry durchzuskillen. Hier auch mit Griezmann natürlich, der, glaube ich, auch 4 Sterne Skills hat. Ja, also... Der war auch knapp. Ja, die Skiller, die haben es auf jeden Fall drauf manchmal. Ich zocke ja auch gerne gegen meine Kumpels, die da so zocken. Sag ich nur Marvin und Niklas einen Gruß gleich schon mal. Ja, und jetzt hoffen wir mal, dass nur das 3-2 hier war. Komm, Walcott in der Mitte. Lacazette frei. Ja, Lacazette macht's. Lacazette macht's. Ich habe gesehen, da war kein Gegenspieler richtig an ihm dran. Walcott schön gesehen. Und da schön Walcott zieht drauf und ins lange Eck macht ihn rein zum 4-2. Es müsste die Vorentscheidung sein, Freunde. Yes, Freunde, wir haben gewonnen 4-2. Ich war mit meiner Leistung eigentlich ganz zufrieden, nicht nur weil ich gewonnen habe. In der Offensive hätte ich mal ruhig noch mehr Chancen ausarbeiten können, vor allem in der ersten Hälfte. Aber defensiv sind wir eigentlich ganz gut gestanden. Nur ein, zwei, okay, dreimal, sagen wir dreimal waren die Chancen für den Gegner gut da. Und ja, Lacazette Spieler des Tages 9,8. 2-2 Tore, Torvorlagen, ja okay. Was, Ori hat eine Torvorlage? Okay, keine Ahnung, das heißt auch keiner. Ja, Freunde, das sind die zwei Teams. Ich hoffe, sie gefallen euch. Wie gesagt, ich bin sehr zufrieden damit.
Und ja, diese Teams werde ich auf jeden Fall noch verbessern und in den nächsten Folgen werden wir auf jeden Fall dann auch wieder in der Liga oder in Turniere reinstarten. Und ja, dann sehen wir uns wieder das nächste Mal. Haut rein, Freunde, und ciao!